Das historische Wasserrad der Klostermühle in Bad Urach verwandelt den Ort in ein plätscherndes Idyll. Als das Mühlrad vor 3 Jahren zum Stillstand kam, nutzte man die Gelegenheit, auch den Generator im Inneren zu überholen. Das Landesdenkmalamt Baden-Württemberg beauftragte für diese Aufgabe den Heidenheimer Turbinenhersteller Voith. Die Azubis der Firma untersuchten daraufhin den alten Generator und stellten fest, dass das alte Zahnrad komplett erneuert werden musste. Unter den Augen von Bürgermeister Elmar Rebmann bauten die Azubis am Donnerstag dann das große Zahnrad des historischen Wasserkraftgenerators wieder ein.